eine Woche Welt-AIDS-Konferenz in München. Hier haben nicht nur Wissenschaftler, sondern auch Betroffene und Aktivisten darauf aufmerksam gemacht, wie gefährlich eine Infektion mit dem HIV-Virus immer noch ist. Auch Tetjana Deschko. In der Ukraine fließen momentan 60% des Budgets in die Verteidigung. Wir sind also auf internationale Hilfe angewiesen, um unsere HIV-Programme weiter zu finanzieren. Ihre Nichtregierungsorganisation kümmert sich mittlerweile auch um Kranke in den Frontgebieten der Ostukraine, wo der Krieg die Gesundheitsinfrastruktur zerstört hat. Gute Nachrichten kamen auf der Konferenz dagegen aus Afrika. Dort hat eine Studie gezeigt, ein Medikament, alle 6 Monate gespritzt, kann zu 100% vor einer Ansteckung mit HIV schützen. Ein wichtiger Schritt, denn eine große Herausforderung in der AIDS-Epidemie ist, dass wir die Neuinfektionen reduzieren müssen. Davon gab es im letzten Jahr 1,3 Millionen. Diese Anzahl müssen wir runterbringen. Aber es fehlen in vielen Ländern der Welt finanzielle Mittel und politischer Wille. Deshalb der Appell der scheidenden Präsidentin: Medizinische Durchbrüche sind nur dann von Bedeutung, wenn die neuen Medikamente die Menschen auch erreichen. Deshalb fordern wir alle Entscheider auf, den Zugang für alle zu gewährleisten. Tetjana Deschko hat Kontakte geknüpft, um mehr KI-gestützte Gesundheitsversorgung in die Ukraine zu bringen. Sie will HIV-Risikogruppen und Infizierte auch im Krieg nicht im Stich lassen. Die Politologin Anne von Fallois leitet seit diesem Jahr die Deutsche AIDS-Stiftung. Schönen guten Tag nach Bonn, Frau von Fallois. Haben wir denn in den letzten Jahren durch Corona und all die anderen Krisen AIDS vielleicht ein bisschen zu weit aus den Augen verloren? Die Multikrisen unserer Zeit haben sicherlich dazu beigetragen, dass dem Thema nicht mehr so viel Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Hinzu kommt, dass viele, auch gerade hier in Deutschland, denken, dass das Thema HIV-AIDS erledigt sei. Das aber ist mitnichten so, und daran hat die Weltkonferenz in München eindrucksvoll erinnert. Ja, und die Deutsche AIDS-Stiftung, die moniert ja auch, es gebe dringenden Handlungsbedarf, auch in Deutschland. Frau von Fallois, wo klemmt es denn genau? Die jüngsten Zahlen des Robert-Koch-Instituts haben uns gezeigt, wir sind gut darin, eine einmal entdeckte HIV-Infektion zu behandeln, so zu behandeln, dass der mit dem HIV-Virus Lebende nicht mehr ansteckend ist und auch nicht das Vollbild AIDS ausbildet. Nicht so gut sind wir darin, wirklich auch alle Infektionen zu entdecken. Es leben in Deutschland mehr als 8000 Menschen, die nichts von ihrer HIV-Infektion wissen, die deswegen eben auch wirklich erkranken können an AIDS und die das Virus weitergeben können. Also und das müssen wir beenden. Da müssen wir genauer hinschauen. Könnte denn dieses neue Medikament nicht alles verändern, sprich AIDS verbannen, vielleicht sogar besiegen? Sie sprechen auf diese Depotlösung an, wo mit der zweimaligen Gabe einer Spritze im Jahr man gegen HIV geschützt ist. Das ist ein echter Durchbruch in der Prävention einer HIV-Infektion. Das wird uns sicherlich weiterbringen, setzt aber voraus, dass auch tatsächlich alle Menschen Zugang zu diesem neuen Wundermittel, wie manche sagen, haben. Und da gibt es noch einiges zu verhandeln. Ja, ich wollte gerade fragen, eine gute Versorgung oder auch Vorsorge, ist das immer noch eine Geldfrage? Wir wissen, dass weltweit ein Viertel der mit dem HIV-Virus Lebenden keinen Zugang zu den therapeutischen, hochwirksamen Medikamenten hat. Das hat was mit Geld zu tun, das hat auch was mit Zugängen zu tun. Wie erreicht man die Menschen, die behandelt werden sollen, wollen und müssen? Es ist nicht nur eine Geldfrage, aber es ist auch eine Geldfrage. Und deswegen ist es wichtig, dass die Staaten nicht nachlassen in den Finanzierungsanstrengungen. Und wir haben da gerade ziemlich besorgniserregende Lücken. Frau von Fallois, zum Schluss, nach 5 Tagen ganz kurz noch, AIDS-Kongress, war das ein Schritt nach vorne? Das war deshalb ein Schritt nach vorne, weil wir das Thema wieder in den Vordergrund haben bringen können. Es war ein Schritt nach vorne, weil einmal mehr die Community sich als zusammenhaltend gezeigt hat. Und damit meine ich die Politik,
die forschende Community, die Industrie, aber auch und vor allem die Zivilgesellschaft, die so wichtig ist im erfolgreichen Kampf gegen HIV und AIDS. Ja, das war ein Schritt nach vorne. Sagt Anne von Fallois von der Deutschen AIDS-Stiftung. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.